Freude in der Ortschaft Hausen in der Gemeinde Salgen ist groß, denn hier im schwäbischen Landkreis Unterallgäu reift bereits seit 1956 die Idee einer Ortsumfahrung von Hausen. Und in den vergangenen Jahrzehnten wurde diese immer wichtiger, denn mitten durch die 450 Seelengemeinde Hausen geht die stark befahrene Nord-Süd-Trasse zwischen Mindelheim und Krumbach. Und jetzt endlich wird in Hausen eine Umgehung realisiert. Das ist ganz was Wichtiges für den Ort, weil hier fahren täglich 9000 Fahrzeuge durch, davon 1000 Lkw. Man hört jetzt, wie da das zuckert. Und die Zählung ist aus dem Jahr 2015, also das ist 10 Jahre her. Seitdem hat der Verkehr mit Sicherheit nicht abgenommen. Die Bürger sind natürlich froh, dass die Umgehung jetzt endlich kommt und dass man hier einfach wieder sicher über die Straße gehen kann, dass es Verkehrssicherheit und Lebensqualität wieder gibt. Bauherr ist das staatliche Bauamt Kempten in Vertretung für die Bundesrepublik Deutschland. 2016 wurde das Projekt in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen. Seit September 2023 wird gebaut. Wir stehen hier auf der Trasse der zukünftigen Ortsumfahrung Hausen, ein Streckenabschnitt der Bundesstraße 16. Hier wird ein Neubau mit einer Länge von 1,86 Kilometern gebaut. Die Strecke umfasst auch 4 Brückenbauwerke. Ein Bahnübergang wird technisch gesichert und zudem wird auch noch ein straßenparalleler Geh- und Radweg gebaut. Die Ortsumgehungsstraße wird für einen besseren Verkehrsfluss sorgen und auch die Emissionen in Hausen stark reduzieren. Rund 35 Personen werkeln hier täglich auf der Baustelle. Gefragt ist vor allem Maschinenarbeit. Ja, in erster Linie sind es die Erdmassen, wo wir hier bewegen müssen. Also es sind an die 70.000 Kubikmeter Erdreich, was wir hier einbauen müssen. Dann ist natürlich die Witterung immer ein Riesenthema bei uns. Wir haben jetzt leider im November, Dezember relativ viele Niederschläge gehabt, was uns jetzt von der Zeit ein bisschen zurückgeworfen hat. Aber ansonsten läuft es eigentlich jetzt momentan ganz gut. Im Einsatz sind hauptsächlich Straßenbauer, darunter auch einige Auszubildende. Und damit sich Erdmassen bewegen, auch Baugeräteführer. Ich bin als kleines Kind schon gern daheim immer in der Landwirtschaft Bulldog fahren und so. Und dann ist mir halt auf die Idee gekommen, ja mei, man könnte es ja mal auf so einem Bagger auch noch hocken, gell? Und das hat mir dann relativ gut gefallen. Und jetzt bin ich da schon 6 Jahre dabei. Und ja, Traumberuf gefunden, würde ich sagen. Ich bin Straßenbauerin im 2. Lehrjahr und habe davor noch mal eine Ausbildung gemacht als Bauzeichnerin im Tiefbau. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden, den praktischen Teil zu machen. Wasserleitungen legen, Kanal legen, Regenwasserleitungen legen, dann natürlich die Straße planieren, um für den Asphalt vorzubereiten. Ja, das ist bis jetzt, was ich so das meiste gemacht habe. Besonders wichtig ist auch die Arbeit der Baustoffprüfer. Luca Goldstein macht eine Ausbildung und ist im 1. Lehrjahr. Hier analysiert er Bodenproben mit dem Densitometer, der die Dichte der Proben misst. Die Proben, die braucht man, um sicherzustellen, dass die Materialien den Normen entsprechen, dass man das einbauen kann, dass man sicher gehen kann, was aktuell verbaut wird, dass die Dichte stimmt. In der Geotechnik geht es dann quasi darum, dass man sicher gehen kann, dass der Boden stabil genug ist, dass er die optimale Dichte hat, dass einfach alles passt. Also mir gefällt es sehr gut hier und macht sehr viel Spaß. Es ist sehr abwechslungsreich, immer so der Wechsel zwischen Labor, wieder Baustelle draußen. Und meine Lieblingsarbeit ist eigentlich die Arbeit mit dem Densitometer, die Dichte überprüfen. Zu den größten Herausforderungen einer Umgehungsstraße zählt das Planen und Bauen auf der grünen Wiese. Stets im Fokus der Naturschutz. Es soll nämlich so wenig wie möglich in die Natur eingegriffen werden. Ende 2025 wird die neue Trasse für den Verkehr freigegeben. Die Bau- und Grunderwerbskosten belaufen sich auf 16,4 Millionen Euro.